Servus Leute, Hand aufs Herz, wie geht's euch in dieser Zeit? Bei mir persönlich ist es so, dass ich sage jetzt mal, solange ich beschäftigt bin und immer was zu tun habe und alles einigermaßen so seinen normalen Gang geht wie üblich, noch relativ ausgeglichen bin. Aber es gibt natürlich auch Situationen, gerade jetzt in der Familie mit den Kindern am Wochenende oder wenn dann auch mal ein paar Minuten sind, die man mit dem Partner zusammen hat und man eigentlich normalerweise dann mit der Familie in ein Schwimmbad geht oder mit dem Partner ins Kino geht oder sonst irgendwas macht. Dann kommen schon auch bei mir und ich denke mal bei vielen von euch da draußen die ersten Gedanken daran, es fühlt sich komisch an, ja, also es fühlt sich an, als würde einem etwas fehlen, man wird vielleicht auch ein kleines bisschen unausgeglichen und jetzt ist bei mir aber die Situation, dass ich, eine relativ gute Ausgangssituation habe. Ich habe ein eigenes Einfamilienhaus, in dem ich lebe, mit einem großen Garten, eine große Familie, die einem natürlich viel, viel Freude schenkt. Dann habe ich auch jetzt für die sportliche Komponente ein kleines Homegym, in dem ich alles so machen kann, wie ich es möchte. Mein berufliches Leben läuft relativ normal weiter mit einigen Veränderungen, aber ich muss jetzt nicht um meine Existenz kämpfen oder sonst irgendwas. Klar müssen auch wir hier uns momentan um alle Kinder selbst kümmern. Wir haben ja insgesamt 3 Kinder, die hier bei uns leben. Und einer davon wäre eigentlich im Kindergarten, der andere wäre eigentlich in der Schule. Und unser Kleinster, unser Jüngster, der jetzt gerade mal ein Jahr wird, die leben natürlich momentan auch 24 Stunden bei uns im Haus und haben natürlich dann auch schon eine etwas, kürzere Zündschnur, weil sie natürlich auch aufeinander rumliegen und all diese Geschichten. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, dass trotz eigentlich, würde ich persönlich jetzt sagen, dieser guten Ausgangssituation, dass manchmal schon langsam, aber sicher eine Zerreißprobe wird und man Acht geben muss, dass man nicht den sogenannten Lagerkoller bekommt. Und nun gibt es aber mit Sicherheit da draußen völlig andere Situationen. Leute, die um ihren Job bangen müssen, die um ihr Geschäft bangen müssen, denen es finanziell auf einmal nicht mehr gut geht, die nicht wissen, was mache ich jetzt, wie lange und bla 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 und all diese Zukunftsgeschichten, zu denen man momentan ja überhaupt gar nichts sagen kann. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass langsam der ein oder andere von uns vielleicht öfter mal traurig ist, öfter mal vielleicht auch antriebslos ist, vielleicht schon einen leichten Hang zu einer milden Depression entwickelt und wo ganz einfach jetzt, erstmal hat man sich jetzt im Social Media ja groß um den Körper gekümmert, ja, das ist auch gut so, es wurden alle Arten von Home Trainings vorgestellt und alles Mögliche wurde getan, um jetzt die Gym-Schließungen zu kompensieren und all das zu machen und dann kam nach dieser Geschichte oder auch parallel während dieser Geschichte natürlich auch die Stärkung des Immunsystems, eine gesunde Ernährung, eine gute Ernährung. Also das letztlich alles eher körperliche Geschichten, auf die man Acht geben muss. Und nun denke ich aber, persönlich von mir heraus, und darum habe ich das auch gemacht, dass es Zeit wird, sich auch mit der anderen Seite zu befassen. Und aus diesem Grund, liebe Leute, habe ich im Blog von body-coaches.de einen neuen Beitrag veröffentlicht, der sich nennt Covid-19, so verhinderst du den Lagerkoller. Ja, und da habe ich mal von einer ganz anderen Seite versucht, hilfreiche Tipps und Ratschläge zu sammeln, die euch in dieser Zeit helfen sollen, einfach Herr der Lage zu bleiben, positiv gestimmt zu bleiben und auch bestimmte Stresssituationen zu kompensieren. Und das Ganze aber jetzt, wie gesagt, nicht ausschließlich über gute Ernährung und über Sport, sondern auch über andere Komponenten. Da kommt zum Beispiel das Thema soziales Miteinander
zur Sprache. Also, dass man ja trotzdem, auch wenn man jetzt Kontaktbeschränkungen hat, dass man trotzdem unbedingt mit Leuten weiter connecten muss auf irgendeine Art und Weise, ja, dass man sich gegenseitig helfen soll, dass man eigentlich einfach auf gewisse Dinge Acht geben muss und insbesondere auch auf sich selbst Acht geben muss und sich selbst kritisch reflektieren sollte, damit man diese Zeit, von der wir alle zum Stand heute noch nicht wissen, wie lange sie noch andauert, gut übersteht und dann nicht irgendeinen auch hier oben psychischen leichten Schaden davonträgt, in dem Sinne, dass man, wie gesagt, ängstlich wird, traurig wird, müde wird, depressiv wird oder da dann irgendwelche schlimmeren Sachen noch kommen, weil letztlich kompensiert sich das Ganze ja dann auf, auch mit den anderen Leuten, die mit einem unter einem Dach leben, die müssen das ja dann auch mit kompensieren und da entstehen dann wirklich, kann ich mir vorstellen, ganz schlimme Situationen und das möchte ich auf jeden Fall, dass ihr das vermeidet bekommt und aus diesem Grund, liebe Leute, schaut euch bitte alle die Tipps in diesem neuen Beitrag an. Der Beitrag ist verlinkt und dann wünsche ich euch und uns allen, dass wir gut durch die momentane Zeit kommen.